Hallo Leute, heute mal wieder ein Video mit mir. Warum? Mein Kanal steht kurz vor 10.000 Klicks. Das ist natürlich ganz wunderbar. Das wirft für mich nur zwei Fragen auf, die ich euch hier in dem Video stellen will. Deswegen lasst mir am besten ein paar Kommentare unten, wo ihr drunter schreibt, was ihr davon haltet. Nämlich A, habe ich mir überlegt, ob ich Werbung schalten lasse oder nicht. Das wollte ich eigentlich nicht so früh machen, aber die Fragen zum Beispiel nach einem guten Mikrofon kommen jetzt immer schon wieder auf. Und das, was ich mir gekauft habe, als ich angefangen habe, die YouTube-Sachen zu machen vor 2 Monaten, war auch schon eigentlich recht teuer, scheint aber nicht gut genug für die Sache zu sein. Eine gute Soundkarte habe ich natürlich im Computer, aber das bringt mich natürlich zu der Überlegung, ob ich nochmal mir ein neues zulege oder nicht. Wenn, würde ich dann natürlich auch ein besseres kaufen wollen, was mehr kostet, damit es die Zeit überdauert. Aber ich habe mir auch das Aufnahmegerät geholt, will mich darüber natürlich nicht beschweren, aber für mich ist es natürlich so, neben dem Job sich das ganze Equipment dazu zu legen, eine Abwägungssache. Deswegen würde ich von euch gerne wissen, soll ich Werbung schalten oder nicht, weil von den Einnahmen, die ich da generiere, kann ich mich natürlich regelmäßig weiter ausrüsten, um eine Facecam mir noch zuzulegen, zeitnah, oder das neue Mikrofon. Das neue geile Mikrofon bräuchte auch ein kleines Mini-Mischpult, damit man das optimal einstellen kann. Das sind halt alles so Sachen, wo ich sage, da möchte ich euch mit einbeziehen, weil ihr schaut ja regelmäßig meine Videos und ihr sollt da mitentscheiden können, weil ihr seid ja dann auch quasi diejenigen, die die Werbung vielleicht genervt wegklicken und sich fragen, oh, warum macht denn der Arsch das? Das wäre quasi die Begründung dafür, weil wenn ich das einschalte bzw. laufen lasse, kann ich mir quasi nach und nach mehr Sachen gönnen. Dann ist der nächste Punkt, ich weiß gerade momentan nicht so ganz, was wir weiterspielen sollen. Natürlich, Zelda Breath of the Wild wird noch viele tausend Videos gefühlt machen, aber irgendwie will ich auch noch was anderes machen. Jetzt hat sich ja schon ein User was auf Twitter gewünscht, das habe ich auch erfüllt, das haben wir auch schon durchgespielt. Und deswegen jetzt die Frage, was wollen wir als nächstes tun? Ich hätte ein bisschen Lust auf Skyrim, weil man da auch ziemlich viel Open-World-Feeling hat und auch viel Mist machen kann. Aber das sollt bitte auch ihr mitentscheiden. Deswegen lasst mir doch unbedingt mal ein paar Kommentare da unten da und schreibt A, was zu den Manieren, also dass ich mit Werbung ein bisschen Geld einnehme, und B, was wir als nächstes spielen sollen. Ja? Und da würde ich mich ganz besonders auf viele Vorschläge freuen. Ich bin dafür alles offen. Muss nur dazu sagen, im Shooter-Spielen bin ich eine Niete, aber falls das ein allgemeiner Wunsch ist, dass wir Shooter spielen auf unserem Kanal, auf meinem Kanal, dann schreibt ihr das rein und dann machen wir das. Und ansonsten ja, bin ich für alle Vorschläge offen. Und da drüben macht mein Zockermaskottchen der Kater ein wenig Krach, aber gut. Schreibt mir bitte ein paar Kommentare, auch für ein bisschen konstruktive Kritik wäre ich noch offen, falls es da irgendwas gibt, wo ihr sagt, müssen wir machen oder nicht. Oder lasst das weg in Zukunft, würde ich mich drüber freuen und danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und dass ihr mich so unterstützt wie bisher, weil das freut mich wirklich ungemein. Das Abonnenten-Special läuft jetzt noch ein paar Tage, da drücke ich allen noch die Daumen, die dran teilnehmen, und wir sehen uns dann demnächst wieder im Spiel. Danke euch!